Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed. Wir sind in Iuvavik hier immer noch. Und das hier hört sich nach wie nach einem Tier an und deswegen gehen wir da mal gucken. Apropos Tier, ich wollte ja eigentlich mir den Elch, Hirsch, was auch immer es war, diesen goldenen von Reda kaufen. Hab ich nicht getan. Ich hatte genug Opale, ja, aber ich hatte mir mal vorher mal ein Video an angeguckt, um zu sehen, wie der aussieht. Und das Gelb, das geht mal gar nicht, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich nicht gemacht. Den Vogel auch nicht. Mal schauen, ob Reda irgendwann noch mal was Nettes für uns hat. Ja, ich habe gerade das Schwert in der Hand, weil zur Zeit der Aufnahme ist die wöchentliche Herausforderung, die man ja immer machen kann, um Opale und Erfahrungspunkte zu bekommen, mit dem Schwert Gegner töten. Deswegen habe ich aktuell das Schwert dabei. Aber ich denke mal, wenn wir uns gleich dem Tier da unten stellen, werde ich wieder die gute alte Axt nehmen. Das sieht interessant aus. Ich glaube, ich wechsle schon mal wieder auf die Axt, weil die ist doch ein bisschen stärker, wenn man sich das mal anguckt. Vom Tempo her sind sie sogar gleich, okay. Aber oder ist das wieder so eine... Doch, es ist ein Tier. Es ist ein Tier. Aber was denn? Was siehst du? Genau. Ich sehe erstmal gar nichts. Ist gut. Diese Art der Riesen muss... Hä? Hat es das... Blöde Sau! Hoppala. Hier, wir werden mit Feuer.
Alter. Ich glaube, die Sau ist sauer. Das ist ein harter Bock. Gut geschlagen. Das Blutschwein? Wohl eher das Feuerschwein. Eieiei. Großartig. Das Schwein, das brennt, das Schwein, das brennt. Oh, okay, wir haben 2 Erfahrungspünktchen. Ja, hier wollte ich hin. So. Machen wir den hier, dann ist das Ganze hier voll. Und dann will ich, machen wir das hier. Harter Brocken, oh ja. Gut. Ach, das ist auch wieder so ein Riesengebiet hier. Da. Moment, der Punkt steht genau auf der Grenze, oder was? Okay, ich glaube, genau, wir gehen jetzt hier hin. Holen uns das hier und gehen mal kurz in den Laden gucken. Ich habe Oskin halt auch ein bisschen wieder gejagt und gefischt. Es ist zwar beim Fischen nicht viel bei rumgekommen, aber ich habe allerlei Plunder, den man, danke für die Pfeile, den man einfach mal verkaufen kann. Mal schauen, wie viel Silber wir dafür kriegen. Achtung! Pass doch auf, du Dummkopf! Ey, sagte doch schon Achtung. Werd mal nicht frech hier. Okay, das Tattoo-Ding ist irgendwo da oben. Der Laden ist hier, dann gehen wir zuerst hier rein. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Das habe ich auf jeden Fall da. Erstmal. Willst du das kaufen? Sie hat ein paar Runen. Sollen wir einfach mal ein paar Runen kaufen? Ich weiß nicht. Für so etwas habe ich kein gutes Auge. Aha. Die Tätowierung. Mal gucken, einmal ein ganzes Set. Druide. Nicht Druide, aber dann können wir die. Dann kaufen wir die 4 hier. Viel Spaß. Druide und den hier. So. Huch, wo ist meine Maus? Da. Frisuren? Ich weiß kann nicht. Kann ich dir auf jeden Fall dienen. So, wir verkaufen den Plunder. Kommt mir gerade recht. Ja, das freut. Sonst noch etwas? Nein. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So, gut, das war das. Dann. Der hier dürfte nichts haben, weil ich habe die für heute bei Reda schon. Sei gegrüßt, Eivor. Du suchst nach gut bezahlter Arbeit, ja? Der dürfte eigentlich nichts haben, genau. Die habe ich nämlich schon gemacht. Und wir haben 285 Opale inzwischen. Das heißt, wenn Reda wieder was Nettes hat, könnte man sogar. Komm jederzeit wieder, Eivor. Ja. Hätte das früher schon mal machen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Wo ist denn das? Ach, da oben, okay. Was ist dein Problem? Hat das Huhn gerade gequackt? Als ich davor gelaufen bin. Komme ich jetzt auf das Dach? Irgendwie. Nein! Ey, du sollst nicht da. Du sollst.
Er geht immer wieder hier rein. Na, ach. Okay, das scheint so nicht zu gehen. Muss aber irgendwie da hochkommen. Wartet mal. Von der anderen. Ne, es muss von. Muss irgendwie hier hoch. Nein, du sollst nicht da rein. Aha, danke. Da haben wir's. Wuhu. Gut. Das heißt, hier haben wir dann auch nichts mehr. Dann müssen wir jetzt da hinten hin. Oh, hier haben wir noch ein Kloster. Cool. Das ist schön. Dann können wir. Dann gehen wir hier hin. Und jetzt machen wir anders. Warte mal. Wo, in welchem Bereich liegt das Kloster? Das liegt. Das ist die Grenze. Ach Gott. Bitte, das Kloster liegt. Boah, es liegt genau in der Grenze. Wozu gehört denn das? So sieht's so aus, als würde es. Puh. Naja. Kann eh nicht schaden. Kriegen wir noch ein bisschen Material fürs Dorf, wenn wir da hochfahren. Los geht's! Wollen wir mal gucken, ist das, stehen wir in die richtige Richtung? Jawohl. Mehr Segel! Sink, mein Raben! Los! So. Steht einer, aber. Dann machen wir jetzt das Kloster, fahren danach weiter da rum, holen uns die beiden Schätze ab. Je nachdem, wie lange das Kloster dauert, war es das dann. Oh, war ja. Na, mal gucken. Mal schauen, wie groß das Kloster ist. Da ist es. Es liegt doch noch auf einer Insel. Nee, hä? Ist das? Ist dort. Zeigen wir es dem Abschau! Verlieren wir keine Zeit! Wow. Ah ja, ich hab. Ah. Wow! Hier kannst du wieder haben. Die sind hier ein bisschen stärker. Wow. Da war es ja gar nicht mal so schlecht, dass ich nicht wieder aufs Schwert gegangen bin. Alles Gute kommt von oben, oder wie heißt das? Nehmt den Feuerfall weg. Da scheint nichts drin zu sein. Ist aber was. Perfekt. Das nehmen wir schon mal mit. Hilf mir,
Da ist ein Buch. Wunderbar. Dann gehen wir mal rein. Oh, hier liegt noch ein Schwert. So, guten Tag, die Herren. Lasst euch nicht stören. Wir wollen nur eure Schätze klauen. Okay. Guten Tag. Jetzt ist es aus. Oh Mann, das könnte doch länger dauern, als ich dachte. Das ist ja... Das ist aber ein interessantes Kloster. Wölfe und... Ach komm, ich war auch gar nicht mehr drin. Übrigens, du bist nicht der Einzige, der mit Feuer spielen kann. Alter! Aus! Aus! Oh, ich hab keinen. Autsch. Ja! Perfekt, der ist weg. Meine Güte. Ach, komm schon. Mist! Mist! Hier. Okay, müssen wir mal gucken, dass wir hier mal ein paar Schätze finden. So geht das ja mal nicht. So, hier ist doch schon mal einer, perfekt. Ich brauche Hilfe! Heieiei. Wow, ich sehe nichts mehr. Vergammelter Käse, lecker. Hey, komm mal kurz her. Gute Beute dabei. Ah.
hinter uns. Okay, ich muss irgendwie nach unten. Nopal lag hier. Wunderbar. Nehmen wir dann natürlich gerne mit. Alter, jedes Mal, wenn ich Nopal einsammel, kommt die Nachricht, dass Zusatzinhalte verfügbar sind. So, da rein. Okay. Da ist auch noch was. Dann gehen wir erstmal hier rein. Wo ist das? Hier oben, über uns. Da kommen wir hoch. Wenn... Ey, über den Balken... Was Fass, Junge. Da, wie kommen wir da hin? Ich bin ja schon wieder draußen, ist ja Quatsch. Moment mal. Ja, da, aber dazu brauche ich irgendwas zum Sprengen. Gehen wir auf die Seite, hier waren wir glaube ich noch nicht. Irgendwo muss Dynamit oder so ein Sprengen, was zum Sprengen sein. Was der Kram? Den Speer kann ich direkt mal liegen lassen. Hier steht auch nichts. Was siehst du da oben, Sünen? Wo, sag mir mal, wo... Wo haben die hier explosive Fässer versteckt? Hä? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gut. Außer, dass hier überall die Dächer kaputt sind, aber... Ah, toll, die wäre ich auch so hingekommen. Okay.
du mir Leiter? Okay, das war hier die Leiter. Wo zum Teufel? Wie komme ich denn nach da unten? Da oben ist auch noch was. Fall sind die ja nie allzu weit weg. Also. Nochmal dahin und vernünftig nachschauen. Das kann ja nicht sein. Sind nie allzu weit weg. Da oben war ja auch nicht. Wir kämen damit hier runter, aber da oben war nichts. Wir kommen damit hier hoch. Stehen die irgendwo hier unten? Hatte ich auch, da habe ich doch schon geguckt. War noch nichts. Zum Teufel haben sie das versteckt. Da oben war ich, da war nichts. Nicht der. Oh, ich hab's nicht übersehen, ne? Ne, da ist nichts. War ich hier runtergegangen? Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Sorry. Hier war ich auch schon drin. Hier ist nichts. Wie gibt's das denn? Was ist denn dieses blöde Fass? Kelch, was auch immer. Na Leute, wo ist es? Habt ihr es gesehen? Sein. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es doch sein. Irgendwo muss es doch sein. Das gibt's doch gar nicht. Boah, das wird von innen gesprengt. Aber nee, das glaube ich nicht. Sonst müsste es ja einen Weg
Da Reingeber, den habe ich auch noch nicht gefunden. So, hier käme ich runter. So, das ist direkt unter uns. Problem ist nur, ich finde kein explosives Fass. Brauch aber eins. Selbst mit Sinnen habe ich nichts gefunden. Normalerweise finde ich mit ihr sonst immer die Sachen. Ja, verdammt, ich weiß, dass das da unten ist, aber wie komme ich da hin? Oh Mann, der Part ist eigentlich schon vorbei, Alter. Das Kloster zieht wieder alles in die Länge. Hier hinten? Nee, auch nicht. Da ist auch nichts. Hier lang. Hier vielleicht. Nee. Nichts. Hier auch nicht. Gibt's das denn? Wo zum Teufel? Wo zum Teufel soll denn hier was sein? Das gibt's doch gar nicht. Das ist... Hier, da unten, hier drunter. Aber es gab doch keinen Weg. Hier gibt es doch keinen Weg nach unten. Okay. Oder doch? Ah! Um Himmels Willen! Gut. Lass mich raten. Verdammt nochmal, das habe ich. Ich habe diese scheiß Treppe nicht gesehen. Oh Mann. Ich habe ernsthaft die. Ne, hier habe ich. Nachdem ich das hier mitgenommen habe, bin ich ja direkt wieder gegangen. Ah. Na gut. Ich brauche hier Hilfe. Oh Mann, los, wir sollten jetzt abhauen. Ja, mal eben gucken, ob wir hier auch wirklich alles haben. Sieht gut aus. So, dann fahren wir jetzt mit dem Schiff hier runter. Also, das machen wir dann beim nächsten Mal. Nehmen die beiden hier mit und dann gucken wir mal weiter. Ernst? Ich hab diese scheiß Treppe. Mann! Becher ist voll, ja? Jetzt ist er voll. Okay, Freunde, das war's dann für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage erstmal bis dahin und... Wir haben noch 2 Punkte, sehe ich gerade. Die werden wir mal noch schnell vergeben und zwar hier unten hin. Einmal hier, einmal hier. Das war das. Für heute war's auch das. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dann und ciao.